Ich habe gemerkt, ich bin super schlecht, was YouTube angeht. Weil ich mache die Sachen aus dem Stream-Highlight heraus. Also ich mache dann immer so, hallo. Und dann drücke ich einfach so eine Taste. Die letzte Minute wird gespeichert. Mein Cutter schneidet das. Ich sag nie irgendwie hallo oder tschüss oder so, sondern die Folge beginnt und hört auf. Deswegen sorry an alle YouTube-Zuschauer da draußen. Ihr seid die MVPs. Lasst doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Neue Folge Craft Attack. Abfahrt. Also dass das so einzelne Teile sind, die sind schon fertig. Das ist ziemlich cool, actually. Vor allem voll gut durchdacht, dass man diese einzelnen Abschnitte halt einfach hat. Wer baut das? Die Brücken sind wenig detailliert. Ich wollte nur grob etwas in der Art vorbauen. Details kannst du selber währenddessen bauen, überlegen. Okay. Von Leon ist das. Das sieht auch nice aus. Aber ich glaube, Rot, Blau, die Kombi mag ich nicht. Oder kann man sich was anderes nehmen? Das ist auch cool. So ein kleines Ding einfach. Dungeon-mäßig. Was ist hier? Eine fliegende Insel auf einmal. What the fuck? Why? Schaut euch Hugos Flagge an. Ist die nicht wunderschön geworden? Können mir nichts erzählen. Die ist doch der Wahnsinn, oder? Die wurde abgebaut. Die wurde schon gegrieft? Alter, das ging ja super schnell. Holy shit. Die ist einfach weg schon. Schade, gell? Die hat nicht mal 2 Tage überlebt. Wurde einfach weggegrieft. Reroll. Wahrscheinlich Reroll, wenn jemand die Flagge grieft. Guck mal, was hier alles weggesprengt wurde. Komplettes Loch einfach. Warum ist der Elle überhaupt da? Wer hat den hierher gebracht oder weswegen ist er da? Schau, der sammelt die Saplings aber ein. Das funktioniert, was ich von ihm will. Er macht, was ich von ihm will. Was soll ich sagen? Danke, Kollege. Ja, geh weiter sammeln. Das Problem ist, wenn ich es hier baue, dann muss ich hier noch viel mehr terraformen, weil ich muss noch viel weiter runter, dass das hier oben beginnt. Weil ich will es nicht so weit weg haben. Aber das ist okay, das kriegen wir hin. Ich überlege mir das auch noch, wie ich das machen möchte am besten. Aber ich glaube fast, dass ich sogar mehr feiern würde, wenn ich es dahin baue und dann im Hintergrund der fette Baum steht. Ich habe es einmal manuell gemacht. Ich mache sowas nicht manuell. Aber dann möchte ich auch in deinem Shop nicht einkaufen. Warum willst du denn nicht einkaufen? Ne, weil eben, wenn du es nicht mal so mit von Hand machst, ist auch Quatsch. Muss mit Liebe sein. Ja, weil ich andere dafür bezahle. Kapitalismus in Craft Attack einfach. Isa, wir warten noch. Also wir haben auch gesehen, dass du eigentlich in deinem Shop bist, ne? Meine, da kommt wenig auch. Ja. Es gibt nicht viel zu sehen, ne? Ich will aber euch, also... Oh Gott. Wow, und das ist eine Treppe, die nach oben geht. Bad. Oh mein Gott. Nach ein oben. Worldtable. Ich kaufe einen Stack. Ja! Hä, hey, aber warum hast du hier keine Ender-Chest, falls man keine Tiers hat? Die hab ich immer dabei, ja. Stegi, schau mal, was ich kaufe. Schau mal, was ich rein tue. Ja. Boah. Big Spender. Alter, das ist super schön. Das ist for real schön. Boah, dankeschön. Ey, du bist herzlich willkommen, ne? Wenn du auch noch ein bisschen mehr brauchst und irgendwann ab einem gewissen, ab einer gewissen Menge kann ich dir auch ein bisschen Rabatt geben dann. Alles klar, perfekt. Du brauchst... Oh, das sind die Steuern wahrscheinlich. Nein. Aber wer ist das Finanzamt? Wer ist das? Finanzamt ist unsichtbar. Wieder eine bei Urotox klauen oder was? Ja, beim Kameraladen, ja. Ich wurde beklaut. Ey, Basti, du hast ja Urotox richtig eingeschüchtert, dass der keinen Beacon oder Netherstar oder was auch immer Shop machen darf, ne? Weil du das für mich reserviert hast. Ich hab mit ihm geredet ein bisschen. Mein Chat hat gesagt, du hast ihn richtig fertig gemacht. Und der hat dir dann auch so, der hat dann auch selber so gesagt, so, ja, ihr seid länger dabei, ich mach das nicht, ihr könnt das machen. Und bis jetzt habe ich keinen Shop gemacht. Das steht immer noch nicht. Ja, ich habe ihn halt nur gefragt, wie viele Staffeln er halt dabei ist. Er meinte, das sei der erste. Weil ich, der Arme. Also, ich habe ja nur nachgefragt. Also ich habe ja nur erzählt, dass wir in Craft Attack 8 das ja schon gemacht haben und eigentlich, dass wir deswegen ja das Recht haben, das normal zu machen und so. Ja, yeah, das hat er anscheinend wirklich so ernst genommen, ne? Oh. Man muss sich halt seinen Respekt auch erarbeiten. Ja, ich muss halt dann jetzt bald mal irgendwann, ich muss irgendwann mal einen Shop bauen dann jetzt, glaube ich, sonst fühle ich mich auch schlecht. Ich habe keine, die jetzt im Moment. Okay, dann pass auf. Ich habe genau einen Stack gehabt und du weißt, wie viel ich gekauft habe. Okay. Er ist nicht schlecht. Isa, was ist dein Argument, dass du unschuldig bist? Ich weiß gar nicht, was geklaut wurde. Das würde ein Dieb auch sagen. Das würde ein Dieb wirklich sagen. Ja, was fehlt denn in der Kiste? Diamanten. Wie viele? Oh, sind die das? Du hast sie gerade zurückgelegt. Wann denn? Ich habe die Kiste nie aufgemacht. Oh, okay. Du bist unschuldig. Okay. Nicht weiterreden, du musst nicht weiterreden. Wir ergeben uns. Nimm alles, nimm die Diamanten, ohne Scheiß, nimm alle. Oh Gott. Oh. Du bist unschuldig, okay. Ja, ist sie wirklich. Basti, dreh dich mal um. Sind drin? Dreh dich mal um, Basti. Mach einen Handstand. Jetzt sneak mal. Böse. Oh mein Gott. Hast du lange gewartet. Okay. Könnt ihr das außerhalb meines Shops machen, sowas? Das ist ein neuer Shop. In die Bro, Richtung dein Shop, aufbauen. Dein Shop sind basically 3 Bäume. Richtig. Ich habe hier unten einfach so Matt hingeklatscht. Und dann habe ich das Saplings gemacht und bin mit Bone Meal durchgerannt. Jetzt ist das mein Shop. Ja, klar. Ja, und halt diese Figur am Anfang, ne? Ja, genau. Und da habe ich noch nicht mal im Kopf, leider. Aber er hat eine Netherite-Axt. Yeah! Ja, extra eine Netherite-Axt. Die habe ich genannt. Wollt ihr was Lustiges sehen? Ja. Pass auf, ich lies mal die Gruppe. Ich mach jetzt Fabo richtig Panik, okay? Damit du hier noch... Yo, Fabo! Hallo? Komm her! Digga.
Hilfe, wenig. Aber da steht immer noch, ne? Du wirst es nicht durchziehen. Ja, ja, klar. Irgendwann. Ich warte. Du bist jetzt schon langsam in der Redaktion als letztes Mal. Ich hab dich irgendwann. Ja, ich hab ja extra jetzt. Ja, 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 ja. Letzte Woche spielst du eh nicht mehr. Oh, ich find dich. So. Ja, nee, du musst hier, glaube ich. Stark. Also eine, letztes Mal war lustiger. Letztes Mal habe ich nur eine Wasserflasche getrunken und der ist instant mit 6 Raketen abgezogen. Egal, ein Streaming-Casino-Anbieter ist zum Beispiel Steak, mit dem viele Deals hatten. Leute können weiterhin trotzdem auf Steak streamen, solange sie den Namen davon zensieren und das Logo nicht zu sehen ist. Also sprich, solange man einfach alles zensiert, kannst du ganz normal weiter Slots streamen, als ob es nie gebannt geworden wäre. Es hat sich nichts geändert eigentlich. Twitch hat das nur so als so einen Move rausgehauen, damit sie halt irgendwie sagen, hey, wir sind eh compliant mit dem Gesetz. Also sprich, Twitch war die ganze Zeit illegal, weil man darf keine illegalen Casino-Streaming-Seiten bewerben. Und Twitch hat das aber die ganze Zeit zugelassen. Und jetzt haben sie gesagt, okay, nein, wir erlauben es doch nicht. Obwohl das eigentlich überhaupt nicht legal war, dass Twitch das gemacht hat. Also Twitch war die ganze Zeit illegal unterwegs. Also Twitch sollte auch keinen einzigen Prop dafür bekommen, was sie gemacht haben. Weil alles, was sie gemacht haben, ist einfach nur ein Statement zu äußern. Ja, ja, wir befolgen das Gesetz eh. Keine Sorge, machen wir schon. Bisher haben wir es nicht gemacht, aber jetzt machen wir es. Versprochen. Augenzwinker. Aber es sieht krass aus, oder? Ja, ich find's wirklich gut. Also erstmal auch nicht zu gigantisch. Ja, ja, ich will nur dieses Haus da oben bauen. Das ist kleiner als Stegis Tempel. Ich glaube, es geht voll klar. Was sagst du eigentlich zu meinem bisherigen Bau? Finde ich cool. Ich habe mir das gestern angeguckt. Voll süß, so mit dem Baumhaus. Und das andere kleine Häuschen hast du auch gesehen? Ja, ne? Achso, ja, das auch. Das ist auch voll sweet. Ich finde, die Partikel sind so geil durch diese Spores und alles. Spore Blossom, ja, ja, ja. Soll so ein bisschen einfach so Idylle sein, alles. Und noch ganz viel mit dem Bambus und so. Kannst ja Honeypoo GRG werden. Ja. Wäre das okay? Du meinst es ernst, oder? Ja. Nee, mach doch. Ja, wäre das cool? Wäre das okay? Nee, jetzt, du weißt, was GRG bedeutet. Es gibt auf jeden Fall Leute, die auch GRG im Namen haben und nicht wissen, dass es German Hunger Games heißt. Ich meine, du kannst ja auch im Crafting den Status GRG geben. Da fängt's mal an. Das ist der erste Schritt. Pause, Champ. Oh, shit. Oh, aber steht hier. Edel, edel. Ich glaube schon, dass Polish Theorite geil ist, Chat. Machen wir, oder? Da verspricht dann noch Geogesse gegen dich, Basti. Juhu. Ja, letztens ein bisschen Breakdown gab, weil ich sehr in der Elo runtergegangen bin. Hab mich auch wieder zurückgekämpft. Bist du wieder Grandmaster? Ja, das sowieso. Isa, spielst du auch Geogesse? Ich glaube, sie nimmt es gar nicht. Das ist ein hartes Nein, das ist ein hartes Nein. Das ist das härteste Nein, was du sagen kannst, Alter. Vielleicht bauen wir heute lieber den Shop anstatt das Haus weiter. Weil beim Haus werden wir heute safe nicht fertig. Aber den Shop können wir bauen eigentlich. Genau, Beacon-Shop machen wir. Das Problem ist nur, dafür brauchen wir die Beacons dann. Aber ist ja auch whatever. Ich habe eine kleine Überraschung für euch. Und zwar, ich habe die letzte Zeit genutzt, wo ich nicht gestreamt habe, wo ich nicht in Craft Attack Online war, um ein bisschen an meiner Farm zu stehen. As you can see, wir haben Level 856. Seht ihr das? Wir gehen auf Level 1000. Das ist der Plan. Aber das, meine Freunde, ist nicht alles. Wenn man hier bei dieser Farm steht, hat man ja ein paar andere Aspekte, ne? Ihr kennt ja meine Emerald-Blöcke. Ich habe jetzt zu Hause schon eine Doppelkiste voll. Kennt ihr aber auch schon diese Doppelkiste? Nein? Kennt ihr aber diese? Ich habe ein bisschen gefarmt, während ich nicht live war. Für den Shop. Überlegen, wie ich meinen Shop am besten baue. Habt ihr irgendeine Idee, was ich bauen kann für meinen Shop? Ich habe überlegt, einfach einen fetten Emerald-Block zu bauen. Darf ich eigentlich auch Emerald... Also, wenn ich einen Full-Beacon verkaufe, dann verkaufe ich auch Emerald-Blöcke einfach, ne? Ich könnte dann einfach so Einzelpreise für die Emerald-Blöcke auch machen. Ein riesen Beacon. Ja, dann muss ich halt einen fetten Beacon irgendwo bauen, ne? Ihr meint einen fetten Beacon, dass ich einfach Glas, Dierblöcke und Obsidian verbaue, oder wie? Oder halt Seelaternen. Das könnten wir actually machen. Das finde ich gar nicht so eine blöde Idee. Ja, fetter Emerald-Block ist halt wirklich hässlich. Das machen wir, glaube ich, nicht. Was passiert hier gerade, Alter? Seid ihr gestört? What the fuck? Ach du Heilige. Bro, what the fuck is going on? Level 13 Hype Train oder was? Bro, what the fuck, dude? Scheiße. Ey, ich wollte einfach nur meinen Shop in Craftstick bauen. Auf einmal habe ich 1000 Subs. Und der einzige Typ, der literally kein Sub ist, schreibt Hardspin jetzt. Der Einzige, der kein Sub ist. Natürlich huge Shoutout an Cube. Let's go. Er haut nochmal 50 an. Ey, was ist denn mit euch? Bro, what the fuck? Ich habe gerade so chillig auf meinen 760 Subs gechillt. Wie viel haben wir jetzt? 1053? Bro, what the fuck? Vielen, vielen Dank für den Support. Everyone. Mehr Subs als Österreich Einwohner. Ey, what the fuck? Ich wohne nicht in Liechtenstein. Chill mal. Wir warten aufs Rad. Ich habe nie gesagt, dass ich das scheiß Rad drehe, Alter. Was ist mit euch? Lasst es jetzt. Dreh dieses scheiß Rad irgendwann nochmal, aber nicht jetzt. Nee. Ich habe nicht gesagt bei 1k Subs. Das stimmt nicht. Ich schaue gleich VOD vom 24er durch. Das stimmt nicht, ihr Lügner. Cube hätte 200 mal einzeln giften sollen. Bro, dann wäre ich wirklich weggeflogen, Alter. Hype Train Level 15 completed. Your community contributed a total of 203 Subgifts und 1100 Bits. Vielen Dank für den Support, meine Freunde. Ich habe sehr viel die Raid Farm ausgespielt und jetzt wollte ich euch einfach mal zeigen, was hier so mein Ertrag ist. Da kann ich einmal. Das ist unfassbar. Ich bin 30 Jahre alt, kein Bart und ein Netzbekannter ist wenig. Banko, danke für den Raid. Spiele, die sehenswert sind. Ich komme heute nicht dazu, dass ich irgendwas erzähle. Minecraft. Ich habe fast so viel Level wie Subs. Vorher hatte ich mehr Level als Subs. Und wir haben jetzt hier diese. Kisten hier gebaut und haben dort den ganzen Loot von drin gespart, damit wir das jetzt hier aufbauen können an der Stelle. Und
Soll ich einfach weiterreden, meinst du? Achso. Wir werden Text to Speech anheben, glaube ich, in den Alert. Venivaro, 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 Venivaro. Minecraft ist ein Sandbox Computerspiel, das ursprünglich vom schwedischen Programmierer Markus Notch Personen sein gegründet und unternehmen Moja. Raphael besuchte die HTL-Angargas mit dem Schwerpunkt Netzwerktechnik. Er beendete die Schule, wie ablich, mit dem fünften Jahrgang trof aber nicht zur Matura an. Zu seinen Hobbys zählen Fitness und YouTube. That's a lie. Land der Recke, Land der Dome, nee, Land der Hemmerzukunftsri. Heimat großer Turk to unserner, Volkbegnadet für das Schön, Vielgerumt Susterreich, Vielgerumt Susterreich. Ich komme nie wieder raus, gell? Trinken eine Milch? Ja, ja, ich hole mir jetzt einfach auf ganz entspannt, ganz schnell, hole ich mir jetzt hier eine unterirdische Seekuh und trinke die Milch von der, ja? Jetzt kann ich euch endlich erzählen, was ich die ganze Zeit erzählen will, ja? Weil alle Leute im Chat sind getimeoutet für mindestens noch ein paar Minuten. Ich habe hier einen Counter. Und zwar, ich habe sehr lange Zeit auf diesem Server verbracht, 856 Level, und ich habe sehr lange die Farm bedient und gefarmt und dementsprechend habe ich hier meinen Ertrag jetzt hergebracht. Wenn wir einmal hier hinschauen, Totems werden beinahe alle verbrannt. Dennoch haben wir eine Doppelkiste von denen, die ich einfach so mitgenommen habe. Dann haben wir eine Doppelkiste Gunpowder. Dann haben wir einige Redstone-Blöcke, sind jetzt nicht die meisten, aber es ist okay, es ist ein bisschen was. Und der wichtigste Part, wir haben eine Doppelkiste Emerald-Blöcke, noch eine Doppelkiste, fast voll Emerald-Blöcke. Kein Problem für unseren Beacon-Shop, das bedeutet, wir haben mehr als genug Ressourcen, um den in Betrieb zu nehmen. Und den wollte ich auch bauen. Jetzt haben wir aber nicht mehr so lange Zeit, nur noch etwas über eine Stunde. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe, den jetzt zu bauen. Ich brauche Glas auf jeden Fall, das heißt, ich werde bei Basti einkaufen müssen. Ja, schauen wir mal. Ich habe gehört, du hast irgendwie einen Deal mit Trimax machen müssen wegen Gunpowder. Richtig. Also du musst sein ganzes Gunpowder kaufen. Richtig. Wie viel hat denn der so circa? Weißt du das? Alter, 40 Doppelkisten voll jeden Tag. Echt so viel? Also reine Creeper-Farm oder wie? Ja, oder irgendwie so alles gemischt, aber ja, also immens viel auf jeden Fall. Okay, weil ich stand sehr lange an der Raid-Farm, bin mittlerweile auch Level 856. Und ich habe halt sehr viel Gunpowder auch gefarmt und jetzt dachte ich mir halt, vielleicht kann ich das irgendwie an Trimax verkaufen, aber wenn der selber so viel hat, dann wird sich das nichts ergeben, schätze ich mal, ne? Aber du könntest das versuchen. Glaubst du, bezahlt er eher in Subs oder in Dias? Ich glaube eher in Subs, oder? Keine Ahnung. Ja. Aber nein, zwei Doppelkisten Emerald-Blöcke ist halt not bad. So, so, ja. Ja, immer genug einfach. Ja, Totems werden sowieso alle geburnt. Ja, nein, ich werde jetzt halt dann meinen Shop bauen und ich verkaufe hier einfach Full-Beacons, ne? Und ich werde einfach die Einzelteile auch verkaufen, I guess. Also einfach Emerald-Blöcke. Oh, true. Hey, ja, natürlich. Du könntest auch einfach so, also halt, ne? Die Blöcke dafür holen, wenn du... Ja, ich würde einfach so einen Gesamtpaketpreis machen, wenn man Beacon und Ding kauft. Oder halt nur die Emerald-Blöcke. Smart. Ich glaube, das macht echt Sinn. Smart. Und als Shop baue ich einfach einen riesen Beacon, habe ich mir gedacht. Oh, klingt geil. Ich glaube, das wollte Mike letztes Jahr machen, hat es nie gemacht. Mache ich jetzt. Also. Erkennst du den? Ich kenne den Song, aber ich kenne den Namen nicht. Space Taxi aus. Oh ja, genau. Ja, ja, ja. Hey, Willi, was geht? Ich bin gerade hier am Rumlaufen und schaue nach dem Platz für meinen Shop. Mhm. Und dann habe ich den dieses wunderschöne Song? Lied gehört. Ja, einen habe ich noch. Okay. Einen habe ich noch. Und zwar Jenny Flocke, die hat mir auch etwas zum Geburtstag geschenkt. Ach, by the way, habt ihr das mitgekriegt, was wir vorhaben? Wir hatten hier Mario Kart Double Dash auf dem Server starten. Ach so, ja. Ja, das hast du schon gesagt, das ja. Das ist so geil. Und die Strecke ist insane. Also, weil von der Map wurde schon eine geile Strecke generiert. Das ist echt Zufall. Ich weiß nicht, ich will eigentlich nur meinen Shop bauen. Ich weiß nicht, wie ich immer wieder in solchen Sachen lande. Den ganzen Tag heute schon, gell? Das kann ich dir gleich mal zeigen. Die wirst du richtig feiern, Mike. So, und zwar hier habe ich auch einen Song eingebaut. Mal gucken, ob ihr den erkennt. Einfach reingehen in den Laden. Ah, okay. Ja. Das ist ein Song aus Harry Potter 3, tatsächlich. Wichtiger, dann will ich dir einmal die Strecke zeigen, damit du einmal weißt, was da auf uns zukommt. Eine kurze Frage an euch. Ja? Weil ich würde es dann kurz wegen meinem Shop schauen. Ist das hier geclaimed? Kann ich hier einen Shop hinbauen? Boah, dein Shop muss auch viel größer sein als hier, oder? Ich brauche 16 Blöcke. 16 mal 16. Also du brauchst einen Chunk, ne? Ja. Ja. Warte. Ja? Ich weiß, wo ein Chunk ist. Komm mit, Vini. Hier wäre ein Chunk frei. Wenn F3 und G drückst, hast du quasi diesen ganzen Chunk hier. Okay. Und der ist nicht geclaimed, ne? Nee. Es soll die Straße später hier hochgehen und hier würde ich gerne die Craft-Attack-Uhr bauen. Also quasi die wieder anzeigt, wie viel Spielzeit schon in Craft-Attack gespielt worden ist. Perfekt. Dann machen wir das. Geil. Ciao, Vini. Ciao.